So, meine 4,5 Stunden Denkzeit fast voll. Ich muss meine kleine Pause machen. Da fahren wir doch auf den Autohof. Die sind zwar sowieso alle überfüllt, aber irgendwo findet man mal eine Lücke. Da kann man sich eine halbe Stunde hinstellen vor die LKW. Alles gar kein Problem. In der halben Stunde wird wohl gerade keiner wegfahren. Nächst bitte blenden. Bitte in 70 Metern rechts abbiegen, dann sofort rechts abbiegen. Bitte. Die Schranke haben sie sich neu gegönnt. Da steht das erste Mal vor. Bisher kannte ich das hier gar nicht damit. Und jetzt stehst du hier und die Schranke geht nicht auf. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ach, dann steht da besetzt und sie geht einfach nicht auf. Drückst auf den Knopf, kriegst kein Ticket. Jetzt kannst du dich rückwärts wieder rauskühlen da. Ist doch scheiße. Das ist doch scheiße hier. Sowas Bescheuertes. Da werden bestimmt noch 10 LKW hätten da noch hingepasst, die eine Dreiviertelstunde Pause machen wollen. Nein. Und jetzt muss ich mal aussteigen und hier den toten Winkel hier rechts am LKW prüfen, ob da irgendwie auch so eine Betonbarriere rumsteht, ob ich die gleich mitnehme beim Einschlagen. Das ist dann der Bereich, wo dann die Fußgänger und die Fahrradfahrer totgefahren werden. Immer rechts neben dem LKW, da sieht man einfach nichts. Das ist einfach uneinsehbar. Fahrt ihr da, steht ihr da, seid ihr tot. Ist einfach so. Ob Autobahn oder Stadt, scheißegal. Steht ihr da, seid ihr tot. Und da ich nicht sehe, was ganz hinten rechts von meinem Anhänger passiert, weil ich ja jetzt hier krumm und schief stehe und dann rückwärts fahren natürlich auch nicht diesem anderen parkenden LKW da die Seite aufreißen will, musst du halt mal ein bisschen weitergehen, ne? Ja, dann fahren wir halt wieder weg und suchen uns was auf der Straße oder im Industriegebiet. Da bin ich dann auch stehen geblieben. Aber ob sich der Autohof das so richtig überlegt hat, jetzt hält er ja nicht mal bei einer an und holt sich einen Kaffee. Ist doch scheiße. Also das kann nicht richtig sein. Mein Gott! Scheiß dich doch nicht immer so ein, ey! Hier denn los? Zeitungsausträger überfallen und zerfetzt oder was? Wölfe haben ihn gerissen! Wo sieht das dann aus? Ein Sammeldauer. Sie nähert sich dem Ziel. Ja, das weiß ich. Jetzt links abbiegen. Oh, ja, schneidet aber gut. Schneiden wir nicht mal den Spiegel ab, doch. Ohne komprimiert ist. Alter, wird das schwer. Das kann ich dir aber sagen, ey. Meine Fresse, also das war mal interessant da reinzugucken. Das steht fest. Das steht fest. Das war interessant. Hä? Links steigt auch keiner durch. Der deutsche See hier hat extra gewartet. Wo denn das? Drei Stück nacheinander. Die wohl alle zusammengehören. Der blinkt immer noch links und biegt links ab. Nein, er blinkt rechts und biegt links ab. Nein, jetzt biegt da links ab und blinkt auch links. Was? Ich muss geradeaus. Komm, Mensch, fahr weiter! Arschkrampen Gesichter! Einer nach dem anderen!
nicht alle gleichzeitig. Muss links rüber, Mann. Hat er mich schon wieder ganz vom Konzept weggebracht. Oh, kommen die alle her jetzt? Ist auch alle rüber. Der Schuhhund machte keinen Platz, obwohl jeder andere Platz gemacht hätte. Und er hätte auch Platz machen können, war ja nichts los. Ach, lass einen Faden, den Drecksack. Hauptsache, den lässt auch einer mal verhungern. Wahrscheinlich hat das einer gemacht und das ist jetzt die Retourkutsche für mich. Sündenbock-Syndrom. Jeder reicht es am nächsten weiter. Heute ist eine Stimmung, es ist Freitag am Funkgerät, die scheißen sich da gegenseitig zusammen. Kranker Scheiß hier! Rein! Oh. Die Schnur zieht auch noch einen halben Kilometer hinter sich her, kann man das sehen? Irgendein Furt wahrscheinlich mal gewesen. Jetzt war ich nur noch 70. Nicht mal mehr, 69. Müssen die vor der Baustelle überholen? Habe ich sogar vergessen, auf den Knopf zu drücken. Das hat ja geklappt! Ja!